alles Schrott. Wenn ich runtergehe oder sowas, Klipse aufmachen, doch, das geht gut. Nagelheber, Schneide, eine Spitze. Hey Leute, ich bin's Fritz und du bist auf meinem Zweitkanal angelangt, auf dem es nur um das Thema Ausrüstung gehen wird. Ihr wisst es, die Besonderheit an dem Kanal ist, ihr könnt in jedem Video was gewinnen. Am Ende gibt es immer ein kleines Giveaway. Diesmal geht es natürlich die Axt zu gewinnen. Da es sich um ein Produkt handelt, werde ich vorsichtshalber lieber Werbevideo oben die ganze Zeit eingeblendet haben. Und wer genau wissen will, wie teuer die Axt ist, wo es die gibt und auch generell die Ausrüstung, die ich im Video verwende, schaut unten in die Videobeschreibung oder in den ersten angepinnten Kommentar. Dort findet ihr immer alle Links zu allen möglichen Ausrüstungen. Das ist das günstigste Tactical Tomahawk, was ich auf Amazon finden konnte. Allerdings mit der Voraussetzung mindestens 10 Bewertungen oder mehr und 4 Sterne oder mehr. Was auf jeden Fall schon mal sehr positiv ist und bei jeder Axt und jedem Messer dabei sein sollte, ist natürlich eine passende Scheide. Die hier ist aus Nylon. Man hat hier unten 3 Knöpfe, die man aufmachen kann. Und dann kriegt man die Axt raus. Reicht auf jeden Fall dafür aus, damit man sich irgendwie nicht den Rucksack kaputt macht oder verletzt. Also zum Schutz der Klinge quasi. Wir haben hier hinten noch eine Gürtelschlaufe, können das Ganze also auch, wenn wir wollen, am Hosenbund tragen. Ihr seht, kann man ganz einfach am Gürtel festmachen, Jacke drüber. Ich muss sagen, es stört auch nicht. Also dadurch, dass sie so flach ist, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass hier irgendwie eine riesen Axt an mir hängt. Also auch wenn ich mich jetzt bewege, vielleicht wenn ich klettere, wenn ich runtergehe oder sowas, ich merke die wirklich gar nicht. Also die fällt nicht auf, als hätte ich jetzt hier vielleicht einfach ein normales Messer an der Seite hängen. Die große Frage ist jetzt natürlich, komme ich überhaupt gut ran? Also ich müsste theoretisch hier festhalten, Klipse aufmachen. Doch, das geht gut. Das geht gut. Also raus kriegt man sie einfach rein. Doch, besser als gedacht. Frage ist, geht es auch mit einer Hand? Aufreißen, doch, funktioniert auch mit einer Hand. Dadurch, dass ich die Axt jetzt neu habe, kann ich natürlich nicht sagen, wie die Nylonscheide wirklich auf Dauer hält. Ob das hier vielleicht irgendwann ausreißt oder so. Ich habe da schon ein paar schlechte Erfahrungen gemacht bei so günstigen Sachen. Um das aber einfach nur als Schutz zu tragen, wenn ich die Axt im Rucksack transportiere, reicht es allemal. Ansonsten wäre es auch mal ein schönes Bastelprojekt für eine Leder- oder Kydex-Scheide. So, jetzt gucken wir uns mal die Axt genauer an. Was ich vorher nicht wusste und was man auch nicht gesehen hat, ist, dass die Axt von Miltech ist. Ich muss sagen, bei der Marke bin ich ein bisschen geteilter Meinung. Manche Sachen sind wirklich richtig gut und günstig und manche sind leider echt Schrott. Man muss das Ganze ja ein bisschen ins Verhältnis setzen, also Preis-Leistung. Es gibt teure Marken, günstige Marken und die Frage ist ja auch, was hat man damit überhaupt vor? Wir haben hier einen gewickelten Paracord-Griff, ja, ungefähr 5-6 Finger breit, passt also für meine Hand wirklich perfekt. Fühlt sich auch gut an. Kann man jetzt nicht vergleichen mit einem runden Holzgriff, aber durch die Wicklung ist das Ganze natürlich sehr schmal gehalten. Oder generell die Axt, ihr seht, ist ja aus einem Stück Metall und wirklich schmal wie ein Messer. Auf der Rückseite haben wir, glaube ich, so einen Nagelheber. Das ist wahrscheinlich nicht das richtige Wort, aber ihr wisst, was ich meine. Den werden wir auch gleich mal austesten, ob das überhaupt so funktioniert. Angeschliffen ist es hier auf jeden Fall nicht. Ist also nicht scharf. Vorne am Axtkopf einmal die klassische Schneide. Machen wir gleich mal einen Schärfetest und auf der Rückseite eine Spitze. Was dieses Loch hier zu bedeuten hat, weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob das eine Funktion hat, ob das dafür dient, dass man vielleicht dass die Axt irgendwo anhängen kann, Karabiner durchmachen kann oder sowas. Wenn es da wirklich eine Funktion für gibt, schreibt es mal in die Kommentare, wofür das Loch eventuell sein könnte. Viele haben sich in den Kommentaren gewünscht, dass ich immer noch mal was zur rechtlichen Lage sage bei den einzelnen Sachen. Bisher gab es meiner Meinung nach da keine Probleme, deswegen habe ich das auch nicht angesprochen. Es gibt ja das Thema Einhandmesser unterlegt dem Führungsverbot, war bisher nicht dabei und auch Messer mit einer Klingenlänge, also feststehende Messer, über 12 cm war auch nicht dabei. Das gilt meiner Meinung nach, verbessert mich gerne in den Kommentaren, als ganz normale Axt, als ganz normales Werkzeug und unterliegt keinem Führungs- oder Besitzverbot. Ja, ansonsten ist die Axt schwarz-matt gehalten und ich würde sagen, wir machen einfach mal ein paar Tests und gucken, wie sich die Axt in der Praxis schlägt. Wir starten natürlich mit dem Schärfetest und gucken, kann man damit quasi rasieren? Wie ist die Auslieferungsschärfe? Ich habe wieder ein bisschen Papier mitgebracht. Ich konnte es mir fast schon denken. Also filetieren können wir hiermit auf jeden Fall nicht. Habe ich aber auch ehrlich gesagt bei dem Preis nicht erwartet. Auf der Verpackung stand 100% Edelstahl. Was leider nicht dabei stand, ist irgendwie die Härte. Aber das werden wir auch gleich noch testen, ob sich das Ganze irgendwie verbiegt oder standhält. Also auch wenn man sich die Schnitte hier anguckt. Ihr seht ja richtig, die Kanten sind so ein bisschen ausgefranst. Also es reißt mehr auf, als dass es jetzt das Papier wirklich durchschneidet.
Es ist, glaube ich, als Outdoor-Axt-Wurf-Axt deklariert. Und ja, eine Outdoor-Axt muss für mich auf jeden Fall Holzarbeiten erledigen können. So, mal ein bisschen Handschuhe anziehen hier. Safety first. Nicht, dass ich mir noch einen Splitter einfange. Also ich muss sagen, optisch gefällt sie mir auf jeden Fall. Ich finde, sie sieht geil aus. So. Also kleine Ästchen sind kein Problem, aber die brechen auch mehr ab. Die Frage ist, was ist mit etwas dickeren? Ah, die sind jetzt vielleicht fingerdick maximal. Ah, ihr seht, hat schon einen sauberen Schnitt. Man darf natürlich nicht vergessen, durch die extreme Dünne der Axt, ne? Normale Äxten ja, haben ja einen viel breiteren Kopf, haben wir überhaupt nicht diese Spaltwirkung. So, jetzt versuchen wir mal, das hier unten durchzukriegen. Ist vielleicht fast schon zwei Finger breit. Ja, funktioniert. Also, kriegt man durch. Man kann hier auf jeden Fall auch gut was anspitzen. So, jetzt suchen wir mal was Größeres, denn wenn es eine vollwertige Axt sein soll, dann müssen wir auch schon ein paar richtig dicke Dinger durchkriegen, wenn wir zum Beispiel ein Feuer machen wollen. So, hier haben wir eine ordentliche Stärke, auch zum Thema, ich sag mal, Lagerbau, Notshelter, was auch immer. Da will man schon mal sowas durchkriegen. Man muss dazu sagen, dass jetzt wirklich sehr, sehr weiches Holz. Also bei einer Eiche oder Buche würde das noch ganz anders aussehen. Mit einem richtigen Holzbeil geht es sicherlich ein bisschen einfacher. Einfach weil man auch einen viel, viel schwereren Axtkopf hat, ist logisch. Aber es funktioniert. Was mir jetzt gerade ein bisschen aufgefallen ist, ist, dass sich der Griff hier unten ganz leicht gelöst hat. Seht ihr das? Das hat sich hier alles jetzt schon ein bisschen gelöst, was natürlich beim Handling doof ist. Wir haben hier oben ein Loch, wo das Ganze fixiert ist und eine kleine Noppe. Das heißt, nach oben kann das nicht wirklich rutschen. Also hier ist es wirklich richtig gut fest. Aber am anderen Ende haben wir nichts. Also hier ist keine Wölbung nochmal eingearbeitet, sodass das Ganze hier einfach runterrutschen kann. Das ist designtechnisch meiner Meinung nach nicht ganz so durchdacht. Würde ich ändern. Man könnte sich hier natürlich alternativ auch einen Griff basteln. Also hier sind zwei Löcher drin. Ja, man hat also auch Möglichkeiten, Sachen zu verschrauben. Man könnte aber auch, wenn man es ganz einfach machen will, einfach ein bisschen Panzertape nehmen, Gaffer, und hier einfach rumwickeln. Und das hält dann auf jeden Fall. Aber vorher würde ich das Paracord wahrscheinlich abmachen. So, Holz durchtrennt haben wir. Aber wenn wir ein Feuer machen wollen, wollen wir es ja auch spalten, um zum Beispiel an den trockenen Kern zu kommen. Das heißt, haben wir mit dieser Axt überhaupt eine Spaltwirkung? Ich habe mal zwei Stück vorbereitet. Einmal ein einfaches ohne Verästelung drin. Das sollte die Axt auf jeden Fall schaffen, denke ich. Gerade weil es Weichholz ist. Und hier mal eins mit wirklich vielen Ästen drin. Fangen wir mit der einfachen Variante an. Also ich muss sagen, Spaltwirkung ist nicht vorhanden. Man sieht hier oben, wie die Axt mal reingegangen ist, aber es ist keinerlei Spalt entstanden. Dadurch, dass hier hinten eine Spitze drauf ist, können wir das Ganze aber auch nicht zum Betoning nehmen, weil dann würden wir ja die ganze Zeit hier auf die Spitze drauf hacken. Niente. Nothing. Es geht um drei Sachen, wenn man Holz spalten will. Einmal, wie schwer ist der Axtkopf? Ja, Masse mal Beschleunigung. Wie groß ist das Spaltmaß? Also der Kopf, wie bricht hier das Holz dann auseinander? Und wie lang ist die Axt? Ne, wegen der Hebelwirkung. Länge nicht wirklich vorhanden. Schwerer Kopf auch nicht vorhanden. Und einer starker Axtkopf zum Spalten auch nicht vorhanden. Also beim Holzspalten definitiv durchgefallen. Kann man damit vielleicht ein bisschen morsches Holz aufhebeln? Sieht nicht so aus, als hätte sich was verbogen. Mit der Spitzenseite kann man auf jeden Fall auch gut hebeln. Leute, da ist es passiert. Ich glaube, das ist nicht mehr zu retten. Der Griff hat sich komplett verschoben und gelöst. Das war's. Ist der Test an dieser Stelle schon vorbei? Nö. Wir machen einfach weiter. Wir gucken uns jetzt mal diesen Hebler hier unten an, ob wir damit wirklich Nägel rauskriegen. Das sah zwar auf den ersten Blick gut aus, war aber auch extrem weiches Gammelholz. Ich habe jetzt hier unten nochmal ein richtig schönes, starkes, hartes Holz gefunden. Ich glaube es nicht, dass es schafft,
Aber wir gucken es uns an. So, einmal hier der etwas stärkere Nagel. Oh, oh, oh. Da biegt sich die ganze Axt schon ganz schön. Ah, das will ich nicht weiter riskieren. Ich glaube, da bricht mir die ganze Axt durch. Oder sie verbiegt komplett. Also ich glaube, mit kleinen, kurzen Nägeln funktioniert das gut. Aber wenn wir jetzt wirklich so eine normalen, großen, fetten Holznägel haben, da kommen wir mit der Variante nicht weit. Wir kommen natürlich gleich zum Wurftest, Leute. Ich bin genauso gespannt und freue mich drauf wie ihr. Aber vorher wollte ich noch mal testen, kriegt man damit Paracord gut durchgeschnitten und Kabelbinder. Aber wie sieht's mit Paracord aus? Funktioniert auch ohne Probleme. So, ich räume natürlich meinen Müll wieder weg, Leute. Nicht, dass ihr denkt, ich lasse das hier liegen. Jetzt wird Zeit für den Test der Tests, ja? Ist das Tactical Tomahawk, ist die Wurfaxt bereit? Ja, dieser Schnupsel hier unten ist natürlich jetzt scheiße. Oh, geil. Gut, das Band hat sich jetzt komplett verabschiedet. Sind wir hier im Flechtkurs oder was? So sieht die Axt jetzt ohne Griffwicklung aus und da ist genau das Problem, was ich beschrieben habe. Hier ist eine schöne Kante, aber hier halt nicht und dadurch floppt das hier einfach rüber und dann ist es weg. So, ich habe jetzt einen schönen toten Baum gefunden. Drei von drei, funktioniert. Geil. Steckt schön drin. Was ist jetzt los hier? Vielleicht habe ich auch den falschen Abstand. Fazit. Wurfaxt, ja. Tactical Tomahawk, ja, ein bisschen. Vollwertige Outdoor-Axt, niemals. Weil als Wurfaxt finde ich es geil. Ich bin echt am überlegen, ob ich mir noch zwei weitere hole, dass man so drei Stück hat. Das macht einfach Spaß, muss man schon sagen. Optisch finde ich die Form wirklich gelungen. Also es sieht echt schick aus. Es ist scharf genug, um ein bisschen Holz zu bearbeiten und vor allem natürlich, um stecken zu bleiben beim Werfen. So, und wer von euch da draußen hat wieder Bock, selbst so eine Axt zu gewinnen? Es ist wieder Zeit fürs Gewinnspiel. Also, erstens, Daumen nach oben aufs Video geben. Zweitens, natürlich Kanal abonnieren, dann verpasst ihr auch kein weiteres Video, wo ihr wieder andere Sachen abstauben könnt. Und drittens, schreibt in die Kommentare, was für ein spezielles Video ihr euch da draußen wünscht. Also zu welchem Artikel ganz genau oder was für eine Art von Video. Aber mal was ganz Spezielles. Und natürlich guckt dann einfach mal die ganzen Vorschläge durch und liked ein bisschen durch. Wer weiß, die Top-Comments kommen vielleicht schon bald in den nächsten Videos. Sie steckt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.